Herzlich willkommen zurück zu Frostpunk. Ich bin die Miri und hier sind wir wieder. Zurück. Ich habe ja schon vor einiger Zeit mal ein Szenario gespielt, nämlich ein neues Zuhause. Und da hatte ich ja auch gesagt, dass ich mir vorstellen kann, dass ich noch weitere Szenarien spielen werde. Und das möchte ich hiermit jetzt tun. Ich habe mich entschieden, der Fall von Winterheim zu spielen. Der Fall von Winterheim, also Winterheim, sagt uns sogar schon was aus dem anderen. Ein neues Zuhause, da können wir mit unserem Spähertrupp Winterheim besuchen und entdecken dort eigentlich eine verlassene und zerstörte Stadt. Und ich denke mal, in diesem Teil wird es jetzt darum gehen, wie der Fall von Winterheim vonstatten ging. Wir haben eine große Stadt erbaut, um den langen Winter zu überleben. Nun müssen wir gegen die Zeit kämpfen, um sie und unsere Leben vor dem herannahenden Unheil zu bewahren. Ja, das werde ich mal direkt starten. To whoever is out there, if anyone, know that we were here. We did our best. We, the survivors, doomed by our own mistakes, aware of the risks and the price to pay. We took our last chance. Ja, dieser Vorspann macht doch unheimlich viel Mut. Der Fall von Winterheim. Unser Generator arbeitet nicht richtig. Nachdem unser Anführer das Problem wochenlang ignoriert hat, trieben uns die unerträgliche Kälte und unmenschliche Repressionen dazu, uns gegen ihn aufzulehnen. Er gab nicht kampflos auf. Die halbe Stadt liegt nach den Kämpfen in Schutt und Asche. Nachdem der Generator notdürftig geflickt wurde, besteht deine erste Aufgabe als Anführer darin, Winterheim wieder aufzubauen und die Leute davon zu überzeugen, dass es eine Zukunft hat. Dann wirst du in der Lage sein, die Ursache für die Fehlfunktion des Generators auf den Grund zu gehen. Ja, das werden wir doch noch direkt mal machen. Oh ja, diese Stadt liegt in Trümmern. Da fragt man sich, was überhaupt noch funktioniert, ne? Gut, zuallererst baue die Stadt wieder auf. Unsere Einwohner leiden in dieser schlecht geplanten, hungernden und halb zerstörten Stadt. Sie müssen ihnen wieder Hoffnung geben und ihre Unzufriedenheit eindämmen. Als erstes sollten sie die verkohlten Ruinen entfernen lassen, um ihnen zu zeigen, dass es mit der Stadt bergauf geht. Unsere Ingenieure werden den Generator untersuchen, sobald sie sich um die aktuelle Krise gekümmert haben. Okay. Also zuallererst erstmal Pause. Wir müssen uns dieses Elend jetzt erstmal anschauen. Okay, also. Womit fangen wir an? Ich denke, wir fangen mal damit an, uns die Gebäude anzuschauen, die es gibt. Hier gibt es auf jeden Fall Jagdhütten. Gut, die helfen uns um 34 jetzt erstmal nicht mehr so viel. Wir haben aber auch noch 300 Ruhe Nahrungsmittel. Dann ist hier ein Dampfzentrum. Das brauchen die Jagdhütten aber nicht. Das entfernen wir direkt mal. Und hier außen irgendwelche Zelte zu haben, ist eigentlich auch Blödsinn, ne? Naja, was haben wir denn sonst noch hier? Eine Sammelstelle. Da gibt es aber auch nichts. Also die kann auch weg. Der Kohlegenerator. Den finde ich an dieser Stelle eigentlich auch total fehlgeplant. Nee, den werde ich auch entfernen. Gibt alles Ressourcen. So, dann haben wir hier ein Speisehaus. Das ist in der Tat wichtig. Dann das Speisehaus kann ja die Rohnahrung hier einstellen. Da werden wir uns gleich mal drum kümmern. Dann haben wir hier eine Sanitätsstation. Gut, wir haben 40 Kranke. Klar. Es sind übrigens 78 Einwohner bei diesen Unruhen gestorben, sehen wir hier. Das geht natürlich ordentlich auf die Hoffnung. Okay. Was ist hier? Das ist auch wieder ein Dampfzentrum, das brauchen wir aber auch nicht.
Solange wir das hier beheizen, sollte das kein Problem sein. Dann sind hier auch wieder ein Haufen Häuser. Gutes Dampfzentrum hat wahrscheinlich auch deshalb existiert, aber das passt mir hier sowieso alles nicht so ganz. Ja, das sind alles Häuser. Dann haben wir hier Forschung. Die sollten wir auf jeden Fall starten. Ja, er hat hier ja auch schon ein bisschen was geforscht, ne? Generatorreichweite, Heizkörper, Außenpostendepot. Hier die verschiedenen Rohstoffe wurden auch schon weiter erforscht. Das hier interessanterweise nicht. Treibhaus ist erforscht, die Jäger sind erforscht, Baracken, Häuser. Okay. Ich denke zuallererst, weil wir ja die Ruinen hier entfernen müssen, ist es zweckmäßig, wenn wir das schnellere Sammeln erforschen. So, was haben wir hier? Eine Jagdhütte. Das bringt ja so nah am Generator. Also ist absolute Platzverschwendung. Die brauchen ja keine Heizung. Das machen wir schon mal weg. Ich könnte mir vorstellen, dass wir stattdessen da hinten eine Jagdhütte hinbauen. Bei 580 reichen so wenig Jagdhütten nämlich auch nicht. So. Wir brauchen natürlich Straßen. So viel Holz haben wir nicht. Gut, das ist ein Problem, das wir lösen können. Was haben wir denn hier noch? Gutes Speisehaus. Aber das so nah am Generator ist auch Platzverschwendung. Weg damit. Dann haben wir ein Wirtshaus. Auch sehr nah dran. Hat aber plus 2 Gebäudeisolierung. Das gefällt mir auch nicht. Das kommt hier auch weg. Gut, das hier muss entfernt werden. Da können wir ja gleich mal ein paar Arbeiter reinsetzen. Das muss so bald wie möglich weg. Hier haben wir das Vorratslager. Das ist ziemlich voll zum Teil. Zumindest was Kohle und Rohnahrung angeht. Wir brauchen also auch unbedingt Rohstoffdepots. Das hier weg. So einen direkten Umkreis, das können wir direkt mal entfernen. So. Schneegrube. Okay, vielleicht sollten wir uns erstmal die Gesetze anschauen. Also, er hat bei Anpassung unterzeichnet Kampfarena und Wirtshaus und die Kinderarbeit ist eingeführt. Hm. Alle arbeiten, das gefällt mir eigentlich nicht so gut. Und statt Friedhof gibt es Entsorgung der Leichen, daher die Schneegrube. Daher auch keine Bestattungszeremonien. Hm. Suppe hat er nicht, Notfallschichten hat er nicht. Er hat nichts zur Medizin beigetragen. Das ist ja echt super. Und dann haben wir hier noch die Wahl zwischen Glaube und Ordnung. Die müssen wir jetzt noch nicht treffen. Ich überlege noch, was wir zuerst machen. Ich muss mir das erst fertig anschauen. So, was haben wir denn hier noch? Hier ist auf jeden Fall ein Dampfzentrum, aber rundherum sind fast nur Ruinen. Da hätten wir eine Sammelstelle. Ja, die können wir mal gleich besetzen. Vielleicht sollten wir sie auch beheizen. Nicht, dass hier noch mehr Leute krank werden. Das haben wir hier, ein Kohlegenerator. Hier ist noch ein Dampfzentrum. Das kann auch weg. Da ist ein Stahlwerk. Das ist sogar noch intakt. Könnte man glatt bemannen. Und auch beheizen. Ansonsten gibt es hier noch ein Unglück. Noch ein Dampfzentrum, das wir entfernen, weil auch nur Ruinen drumherum sind. Dann haben wir hier noch eine Jagdhütte. Ja, die werde ich bemannen, sobald der Tag rum ist. Noch brauchen wir die Arbeitskräfte anderweitig. So, dann sind hier noch weitere Sanitätsstationen. Die werden wir natürlich auch bemannen. Denn wir haben ja echt viele Kranke. Damit können wir jetzt, glaube ich, schon um die 20 Leute hier unterbringen. Da haben wir noch ein Dampfzentrum, das uns nicht viel hilft. Und ein Sägewerk. Gut, ich meine, das ist klar mit den Bäumen. Das ist ja nicht so ganz blöd, ne? So. Forschung habe ich schon eingestellt. Wir haben auch 11 Schwerkranke, die sollten wir auf jeden Fall behandeln. Und das geht, glaube ich, nur, wenn man die radikale Behandlung oder die Lebenserhaltung hat.
Lebenserhaltung heißt aber, sie bleiben in den Sanitätsstationen, bis wir irgendwann ein Krankenhaus haben. Deswegen würde ich zur radikalen Behandlung tendieren. Dabei steigt die Hoffnung ein wenig an. Und wir können die eben auch behandeln. Dann sterben sie schon mal nicht daran. So. Also das erste Ziel, das wir haben sollten, ist natürlich die inneren Ringe hier zu bestücken. Der Generator ist noch aus. Den werden wir sicherlich bald anmachen. Aber wir haben ja schon gesehen, wir haben hier eine Schneegrube. Das ist natürlich ein bisschen zu nah dran am Generator. Sobald der so diesen Radius hat, würde der die ganzen Leichen auftauen. Das wollen wir nicht. Wir brauchen da eine Schneegrube. Schneegruben kosten nichts, zum Glück. Ich setze die mal hier hin. So, dann sehen wir jetzt gerade schon, wir haben hier ein bisschen überschüssige Straßen. Und mit ein bisschen meine ich fast ausschließlich überflüssige. Deshalb werde ich jetzt hier mal ein paar doppelte Straßen vor allem erstmal entfernen. Das hier, die sind ja eigentlich... das sind ja Ruinen, das ist ja eh egal. Die brauchen eigentlich auch keine Straße hier. Da sind auch irgendwelche doppelten Straßen, die ich überhaupt nicht sehen möchte. Weg damit. Die Straße will ich nicht. Die mache ich auch mal weg. Dann haben wir hier eine Kampfarena. Auf der einen Seite bringen Kampfarenen natürlich was für die Unzufriedenheit. Auf der anderen Seite sind die halt auch, die stehen halt total im Weg, ne? Was ich mich frage ist, ich meine, die meisten Häuser hier, die leben ja komplett außerhalb der Generatorreichweite. Der Generatorreich hat, glaube ich, maximal 3. Also 1, 2, 3. Bis dahin würde es gehen. Alles, was da draußen ist, ist totaler Bullshit. Ich frage mich, wenn ich diese Hütten entferne, führt es dazu, dass die ganzen Leute hier in der Mitte übernachten und wenn ich den Generator anhabe, wäre es wärmer für sie? Das wäre jetzt die Frage, ne? Ich glaube, das würde ich mal ausprobieren. Ich werde alle Häuser hier, alle Hütten, also ich fange mal mit den Zelten an, weil die sind am kritischsten. Die Baracken, die haben ja eine gewisse Resistenz. Gibt natürlich jetzt auch wirklich viele Obdachlose. Das ist richtig, das wird denen überhaupt nicht passen. Wie ist denn das eigentlich? Geht wahrscheinlich auch enorm auf die Unzufriedenheit, oder? Okay. Dann eine weitere Sache ist auf jeden Fall, wir müssten auch noch ein paar Sammelstellen errichten. Anders werden wir dieser Ruine nicht her. Hier können wir perfekt eine reinpassen. Da werde ich mir direkt eine hinsetzen. Das kann sie nämlich weiter unterstützen. Dann hier hinten sieht es auch ziemlich chaotisch aus. Könnte ich hier was hinmachen? Aber ich könnte auch versuchen, hier noch was zu reißen. Nee, ich mach mal hier noch eine hin. So. Beliebig viel habe ich ja nicht an Material, ne? Es kommt jetzt ein bisschen was dazu. Das ist richtig. Aber naja. Gut, Sammelstelle, Rohstoffdepot bräuchte ich 40 Holz zu. Da müsste ich noch ein paar Straßen für abbauen. Hier haben wir doch noch einen passenden Kandidaten. Das braucht ja so auch kein Mensch. Sind hier überhaupt irgendwelche funktionierenden Gebäude noch dran? Ich glaube nämlich nicht. Dann könnte man das auch entfernen. Der muss ja jetzt auch nicht rundherum Straßen haben. Das geht. So, 40 Holz haben wir. Wir können schon mal das erste Rohstoffdepot aufbauen. Am besten hierhin.
Dann können wir nämlich die Kohle hier machen. Ich sehe nämlich hier schon, da ist nämlich ein Außenposten-Team unterwegs. Die kommen von der Kohlemine. Wetterwarte? Moment mal, das sagt uns was. Ah, schaut mal, wenn man die Kamera hier so dreht. Ihr erinnert euch vielleicht, hier hinten war das Lager der Amerikaner und ungefähr hier, meine ich, war die andere Stadt, die Stadt mit den Londonern. Interessant. Schneeklippe, Landdreadnought, verschneiter Hügel. Okay. Wir haben ja hier auch noch eine Signalstation. Da könnten wir ein Speerteam zusammen machen. Wir brauchen eigentlich wieder 40 Holz. Okay, 40 Holz. Das sollte doch nicht so ein Problem sein. Das hat ja eben auch schon ganz gut geklappt. Das ist eh nur Ruinenzeug. Ruinen können wir einfach so. Die brauchen keine Straßenverbindung. Aber hier hinten, da brauche ich eine Straßenverbindung. Oh oh. Das war jetzt dumm. Okay. Okay. Ja, ein bisschen aufpassen, ne? Da ist einer mit dran. Hier sind keine Gebäude dran direkt. Das müsste funktionieren. Und hier, ich meine, die brauchen wir auch nicht, die Straßen. Wenn das nur Ruinen sind, ist das egal. Da sind auch noch wieder unnötige Straßen. Weg damit. Das kann weg. Die kann auf jeden Fall auch weg. Und das sind auch Ruinen. Entfernen wir. So, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir tatsächlich den Kohlegenerator hier, den habe ich schon demontiert, den anderen 12 Holz. Ich meine, die habe ich jetzt auch nicht direkt. Ich lasse den erstmal noch stehen. Weil man weiß ja nie, ne? Vielleicht brauche ich ihn ja doch noch. Was ist denn hier los? Das ist ja auch wieder total Mist, wie die Straßen hier stehen. Das kann auch keiner so brauchen. Das entfernen wir auch mal direkt. Das mache ich weg. Das mache ich auch weg. So, wieder 40 zusammen. Sehr schön. Dann schauen wir uns mal den Speertrupp an und den Speertrupp, den schicke ich mal zur Wetterwarte. Das kennen wir schon ein bisschen. Ich bin mal gespannt, was wir da im Norden finden werden. So, ich habe die Pause gelöst, wie ihr seht. Die ersten 20 Leute sind jetzt auch in den Krankenhäusern, in Sanitätsstationen drin. Gibt es für mich irgendeine Möglichkeit, hier Sanitätsstationen im Zentrum aufzubauen? Ich brauche noch mindestens 4 Stück. Und wir müssten vielleicht tatsächlich den Generator mal einschalten, allerdings nur mit einer ganz einfachen Radius, weil da ist ja erstmal rundherum gar nichts, was ich beheizen müsste. Hier allerdings stehen ein paar Baracken. Das wäre also nicht verkehrt. Ja, jetzt hat er hier schon die ersten Sachen entfernt. Die Kampfarena mache ich auch weg, die stört. Genauso wie auch die Straße, die dahinter ist. Die Gebäude, die da dran hängen, haben nämlich hinten dran noch eine Straße. So, das sind Ruinen. Jetzt muss ich mal ein bisschen überlegen, wie ich hier meine Gebäude hinbauen möchte. Die Unzufriedenheit ist natürlich hochgegangen. Aber interessanterweise hat die Obdachlosigkeit jetzt nicht dazu geführt, dass sie noch unzufriedener sind. Dann könnte ich ja eigentlich noch weitere abreißen, die ich sowieso abreißen werde. Mache ich auch direkt. So, Zelt, Zelt, Zelt.
kommen alle weg. Da werde ich keine Wohnhäuser haben in der Ecke, schon gar nicht so angeordnet. Das ist ja alles wie Kraut und Rüben. Und ich meine, die Zeit kann jetzt hier weiterlaufen. Das kann ich auch machen, während das Spiel schon läuft. So, wir haben 350 Obdachlose, 360, 370. Ich glaube, bei 400 mache ich erstmal Schluss. Dann habe ich nämlich auch hier diese Zelte weg. So. Was ist denn hier los? Ach, das passt alles nicht. Okay. Dann baue ich hier ein Rohstoffdepot hin. Und noch ein Rohstoffdepot. Damit habe ich schon mal ein bisschen was gewonnen. Hier, die müssten mal mitarbeiten. Jagdhütte, okay. Ich hatte doch hier irgendwo noch was. Ich blicke hier schon langsam nicht mehr durch. Achso, ich muss hier noch eine Straße verlängern, genau. Wieder ein bisschen holzlos geworden. Ist tatsächlich so, dass wir im Moment ein bisschen zu viel Holz haben. Da müsste ich jetzt was bauen. Was baue ich denn? Und wie baue ich es? Also mein Plan ist eigentlich, dass ich hier im innersten Ring ein paar Sanitätsstationen hinbaue, den Rest mit Baracken auffülle, dann im nächsten Ring Baracken und im Ring danach auch nur Baracken. Eventuell gibt es ein paar Spezialgebäude, sowas wie die Kampfarena oder so, die ich dazwischen bauen würde. Aber mal sehen, wie viel Platz ich dafür habe. Okay. Auf jeden Fall müsste ich mir halt überlegen, also ich hätte gern so einen Sektor sozusagen, in dem die Kranken-Dingens drin sind, die Sanitätsgebäude. Schon wieder nicht abbauen. Da hinten ist was aufgebaut. Okay, dann erstmal Holz. Das ist im Moment wohl das Wichtigste. Gefolgt von Kohle. Damit hat auch unser Speerteam, unser Außenpostenteam das machen können. Da arbeitet immer noch keiner. Moment. Das war jetzt ein Versäumnis von mir. Im Speisehaus arbeitet noch niemand. Das Speisehaus ist relativ ungefährliche Arbeit, da könnte ich jetzt die Kinder drin einsetzen. Oh Mann, das war jetzt dämlich. Einen halben Tag verloren. Das ist blöd. Gut, ich setze hier schon mal die Leute ein für die Jagd. Im Moment können die da noch nicht viel machen, das ist richtig. Naja. Wie viel Platz habe ich denn eigentlich? Hier bin ich bei der Sanitätsstation. Ja, das passt nicht so ganz, wie ich das gerne hätte mit der Straße. Zwei pro Stunde schaffen sie hier. Ich weiß nicht, wie viel schaffen die denn davon? Die Frage ist halt auch, was macht denn die Sammelstelle hier? Apropos, immer die Schneegrube ist doch gebaut, oder? Ja. Dann entfernen wir die hier. Ich weiß jetzt halt nicht, wo die hier zuerst arbeiten, ne? Was ist denn hier los? Ich dachte, ich hätte hier gerade irgendwas gesehen, aber das war wohl Einbildung. Der bräuchte noch 15 Stunden, um das hier abzubauen. Das dauert mir zu lange. Das hier dauert auch immerhin noch 10 Stunden, das dauert auch zu lange. Weniger Leid. Sir, ein Arzt möchte mit Ihnen über eine Verbesserung der radikalen Behandlung sprechen.
Ich war Feldchirurg im Burenkrieg und habe mit der königlichen Gesellschaft zusammengearbeitet, um die Häufigkeit des Gliedmaßenverlusts in Militärkrankenhäusern zu reduzieren. Ich glaube, ich kann eine Methode entwickeln, mit der sich die Zahl der Amputationen bei der radikalen Behandlung verringern lässt. Ja, das soll er machen? Auf jeden Fall. Das ist sehr wichtig. Dann müsste ich jetzt hier allerdings nochmal einen einsetzen. Okay. Ja, wie mache ich weiter? Ich bin so unschlüssig, was ich mit meinen Kranken machen soll. So, wir haben das erste erforscht, das schnellere Sammeln. Das müsste jetzt auch schon ein bisschen was helfen am Tag. Wie machen wir weiter? Man könnte die Rohstoffdepots aufwerten. Aber ich fände es, glaube ich, wichtiger, wenn wir unsere Gesundheit in den Griff bekommen. Deshalb will ich erstmal das machen. Ja, und damit sind wir schon am Ende der Folge angekommen. Ich denke, das ist eigentlich kein schlechter Start. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, eure Miri.